Sag mal, schämst du dich für mich? Willst du, dass die dich in Ruhe lassen? Dann musst du dir mehr Respekt verschaffen. Das waren 4 gegen 1. Nicht mit Kloppen. Du kannst dir auch anders Respekt verschaffen. Wie denn? Mit dem Mund. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Quatsch. Du traust dich bloß nicht. Jetzt sag mir mal, was du jetzt denkst. Na jetzt sag, was denkst du jetzt? Na los, komm! Gib's mir! Nee! Na los! Deine Badehose. Du siehst aus wie ein fetter Papagei mit Falten. Na geht doch! Die hat mir meine Mutti geschenkt. Du kleiner Furzknoten. Furzknoten, was ist das denn für ein Ausdruck? Was ist denn hier los? Frau Birnbaum, geht's Ihnen gut? Mord. Mord. Max Bergmann, was habe ich dir bei eurem Einzug gesagt? Hier gibt es Regeln. Regeln! Ich wollte doch nur... Das war keine... Regel Nummer 3. Rumtoben ist hier allerstrengstens verboten. Ja, Oberschwester Cordula. Schau, was du angerichtet hast. Langsam! Regel Nummer 33. Nicht rennen. Nicht rennen! Horst! Was ist denn hier los? Ist angebrochen worden. Bei wem? Bei Verputz. Der ganze Schmuck ist weg. Loras Oma! Den Einbrecher schnapp ich mir. Das sollte der Schweinehund mal bei mir versuchen. Bist du wahnsinnig? Steck das Ding weg, sonst werden wir noch verhaftet. Das ist nur ein Modell für Angeber. Wie ist Angeber? Ja, wo sind die Kugeln? Wo ist das Schwarzpulver? Hab ich. Du hast das so nicht. Hab ich. Schluss jetzt alle beide. Und hat die Polizei den Einbrecher erwischt? Natürlich nicht. Der hat doch keinen blassen Schimmer. Wann hat Frau Butz den Einbruch entdeckt? Wir reden nur die Erwachsenen. Kilian? Ja, was denn? Das ist übrigens Max, mein neuer Freund. Na und? Was ist das? Wir spielen mit deinem Handy, oder? Sonst was? Kilian? Ich sehe den doch überall. Man kann ja froh sein, dass die noch unfallfrei geradeaus gehen können. Ja, bist denn du? 9. Ja, siehst du, 9 und schon verblödet. Eine echte Ritterburg als neues Zuhause. Voll cool. Ey du, warum kommst du mit dem Gruftibus? Ich wohne da. Wo? Im Altersheim. Wenn da nur die ganzen Alten nicht wären. Das muss halt total ätzend sein. Langsamer Junge! Meine Mama arbeitet da. Ne? Bis Max, Max, Vera, Horst und Kilian kennenlernt. Besser bekannt als die wilde 7. Wieso wilde 7? Weil die ganz schön crazy sind. Und weil die an Tisch Nummer 7 sitzen. Ist angebrochen worden. Der ganze Schmuck ist weg. Ich will mal Detektiv werden. Dann kannst du gleich zu üben beginnen. Wir wollen herausfinden, wer die Einbrüche begangen hat. Mach mit bei uns, Marvin! Er heißt Max Holzkopf. Ich folge dem Pfad durch Sand und Eis. Ein schwarzes Ass. Alle nennen ihn nur noch das schwarze Ass. Den schnapp ich mir. Zur Sache, Schätzchen. Ich finde den. Wir stellen dem schwarzen Ass eine Falle. Wo du auch bist. Du siehst aus wie ein fetter Papagei mit Falten. Ich finde dich. Nicht so schnell! Wir haben Rücken! Schnappen wir uns den. Ich sehe was. 3 + 1 ist. 4? Nein. 7. Max und die wilde 7. Ich bin Schauspielerin. Kennst du YouTube? Da gibt es alle meine Filme. Die musst du dir anschauen. Nur im Kino.